Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute: Können die Pladenia überwintert werden? Mit die Pladenia meine ich auch die Mandevilla, meine ich die Sandevilla, meine ich auch die Tropidenia. Ja, sie können überwintert werden und zwar bei 10 bis 15 Grad und sehr hell. Sie brauchen Licht. Wenn sie nicht Licht haben, dann vergeilen sie, machen lange Triebe ohne Blätter. Sie sollen also viel Licht haben, auch beim Überwintern bei etwa 10 bis 15 Grad. Im frühen Frühling dann, wenn man sie antreiben will, schneidet man sie stark zurück auf etwa 20% ihres ursprünglichen Volumens. Man gibt neue Erde dazu, man gibt Dünger dazu. Dünger ist sehr wichtig, damit die Pladenia ihre bekannte Blühstärke entwickeln können. Man gibt pro 5 Liter Topfvolumen ca. 30 Gramm Langzeitdünger, ein Langzeitdünger, der mindestens 6 Monate Wirkungsdauer hat und damit die ganze Blühperiode mehr oder weniger abdeckt. Wenn das nicht reicht, kann man zusätzlich auch noch jede Woche etwas Flüssigdünger dazugeben. So funktioniert dann die Überwinterung. Im Frühjahr, wie gesagt, im März stellt man sie wärmer, schneidet man sie zurück, gibt man neue Erde und Dünger, da beginnen sie zu wachsen und sobald dann die Frostgefahr vorbei ist, kann man sie auch wieder nach draußen stellen. Also, probieren Sie es aus, überwintern Sie die Pladenia. Sie werden überrascht sein, wie gut das funktioniert. Selbstverständlich blühen sie dann im zweiten Jahr etwas später, weil das vegetative Wachstum, das Triebwachstum etwas stärker ist, weil sie mehr ranken und damit auch etwas mehr Zeit brauchen, bis sie Blüten induzieren. Und von Fall zu Fall kann es auch mal sein, dass sie nicht mehr ganz so stark so intensiv blühen wie im ersten Jahr, aber dem kann man nachhelfen, indem man mehr düngt. Das waren ein paar Tipps zum Überwintern von Pladenia. Wie immer, glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle? Schreiben Sie Ihre Erfahrungen mit Pladenia unten in die Kommentare rein und gärtnern Sie weiter.